Sag mal, Jazz, wer geht denn als Erster rein? Na, ich habe schließlich gewonnen gestern. Du bist jetzt, nee, du bist die letzte Tage rein. Nee, komm, wir spielen ein Spiel, pass auf. Nehmen wir mal eine Zahl von 1 bis 10. Hab ich? Sag. 7. Haha, ich hatte 9, also ich bin näher an der 10, deswegen darf ich zuerst rein. Geht doch. In der grünen Ecke, der Mann, der dringend Punkte braucht und heute sein Comeback gibt. Hier ist Ben! Und in der pinken Ecke, die Frau, die schon eine Hand am Pokal hat und ihn nicht mehr hergeben will. Hier ist Jess! Soll ich dir nochmal zeigen, wie es aussieht? Ich zeig dir nochmal, wie es morgen aussieht. Ja, ich hab's doch geschafft. Ich habe es geschafft. 3 Tage Niederlage, aber dann kommt's. Aber ist noch nicht jetzt, ne? Nee, ist erst nachher. Mit wem ich so gewinnen werde? Mit diesem Team. Bezwingt alle Wände, Steilgeher Tim. Hoch hinaus, Jetsetterin Cecile. Und Henny. Ropeskippers. Einige Erfolge hat sie schon in der Tasche. Wir sind Deutscher Meister und ja, wir wollen jetzt auf die Weltmeisterschaft. Na dann Rocket, Teamwork auch bei uns im ersten Spiel. Gut geschätzt, sag ich mal. Das Ziel 13,5 Kilo. Machbar? Zum Schluss muss man noch Gewicht gut machen, ne? Ja. Da haben wir uns dann richtig beeilt. Ja, der eine Punkt war richtig geil. Der war richtig gut, das war der wichtigste Punkt. Absolute Punktlandung. Und den haben wir uns auch verdient. Fingerspitzengefühl von Tim. Check. Kommt ja auch nicht von irgendwoher, ne? Beim Turm ist wieder so eine blöde Glückssache, leider. Du hast gesehen, dass dieser eine Stein besorgt. Doch dann. Und Seite an Seite mit den anderen Steinen lag ich da. Delikatessen-Queen Cecile hat den falschen Eisgeschmack. Also meine Lieblingssorte als Kind war immer Weltmeister. Bei uns war das immer so, ja, aber die Alte hat ja Schokolade. Das ist die richtige Antwort und damit erster Punkt für Team Weltmeister, du hast sie alle. Du bist genau richtig im grünen Team. Ja. Welcher? Zu langsam gebuzzert, Tagessieg verloren. Egal, der Buzzer war denn bei dem Jesse. Freut euch nicht zu früh, heute ist auch noch ein Tag. Geben erst im Finale Gas. Verstehst du? Los geht's, Team Ben! Yeah! Niemals zuvor hat sich im deutschen Fernsehen jemand so über einen Punkt gefreut. Wir geben niemals auf. Das hier sind meine Helden. Applaus für Tim, für Cecile und für Harry. Komm mal her, wir müssen noch was loswerden. Komm mal her. Liebes Team Jazz, wir geben niemals auf. Wir sind Sonnenmenschen und ihr wisst ja, ne? Glück im Spiel, Pech in der Liebe und vor allem haben wir Frustschutz. Geil, ne? Dann seid ihr sehr gut vorbereitet, denn den Frustschutz könnt ihr heute mit Sicherheit sehr gut gebrauchen. Der Grund dafür ist, um den besten Kommentator der Welt zu zitieren, Team Jazz! Der König des Gleichgewichts, Einrad-Hockeyspieler Louis. Queen of Beauty, Lifestyle and Happiness, Emma. Und Gregor, Herr der Stöcke, Botschafter des Rhythmus. Ich habe, glaube ich, noch nie so schnell so weit vorne gelegen. Emma, und das haben wir uns auch verdient. Hallo, hallo, los geht's! Den Kofferpackpunkt haben wir zwar verschenkt, aber uns ist es egal, wer gewinnt. Hauptsache, es ist Jazz. Richtig. Wir lassen uns durch nichts aus der Ruhe bringen. Ganz vorsichtig. Ganz zum Schluss beim letzten Stein dachte ich, oh mein Gott, jetzt muss ich einen ziehen. Und dann sagt sie, nimm den, ich nehme den und es hat geklappt. Unglaublich. Das ist Louis vom Einrad-Hockey gewohnt. Feinste Feinmotorik unter Hochdruck. Hoffe, dass es morgen so weitergeht. Also, was heißt hoffen, ne? Es wird auf jeden Fall so weitergehen, oder? Und das in absoluter Höchstgeschwindigkeit mit gewohnter Präzision. Und natürlich einer Menge Style. Wir ergänzen uns so wunderbar, es ist so stark. Ich liebe es. Das fällt einem auch immer beim Buzzern voll auf, wenn ich so, weil irgendwer sagt dann was und dann so, nee, überleg mal nochmal und dann. Zu holen. Team Jazz, was ist eure Antwort? Wir sagen Sido. Ihr sagt Sido. Und das ist richtig. Punkt für Team Jazz.
Hier mal eine Ansage an Team Ben. Wenn ihr gewinnen wollt, wir haben noch ein paar Plätze frei. Und Volker, sorry nochmal. We love you! Und hier sind die meine drei Allround-Talente. Hallo, Gregor, Emma und natürlich Luis. Hey. Ach, wir sind so gut vorbereitet, haben richtig Bock, Volker. Hoffentlich bist du auch wieder am Start. Na sicher, und Bock habe ich auch, denn wir bewegen uns ja mit Riesenschritten aufs Finale morgen zu. Und deswegen schauen wir jetzt erstmal nochmal auf unsere Anzeigetafel, weil die Punkte sind ja wichtig und sie werden immer wichtiger. Es führt Team Jazz mit sage und schreibe 5:1, der dritte Sieg in Folge steht bevor, aber Ben hat ja noch Gelegenheit, sich ein paar Punkte zu holen. Und damit kann er heute gleich beginnen, denn auch heute gibt es natürlich verschiedene Herausforderungen. Und bei jedem dieser Spiele könnt ihr einen Punkt erspielen. Beim Unentschieden gibt es für jedes Team einen Punkt oder auch keinen, weiß man nicht so genau. Und am Ende der Woche, also morgen, wartet dieser fantastische Pokal auf die Sieger in diesem Jahr. Da ist er. Und jetzt würde ich sagen, wir sind bereit. Lass uns loslegen. Hier kommt die erste Herausforderung. Los! Paddel hoch beim Tischtennis. Ihr spielt ein doppeltes Doppel, aber nicht alle gleichzeitig. Es spielen immer nur zwei Spieler Auge in Auge gegeneinander. Und zwar ganz sportlich und regulär nach den international anerkannten Tischtennisregeln. Naja, fast so ziemlich irgendwie. Macht ein Spieler einen Fehler, muss er ausgewechselt werden und das andere Team hat Aufschlag. Also ran an die Platte beim Tischtennis. So sieht's aus, unser erstes Spiel des heutigen Tages und wir spielen gleich einen Satz, auch die vierfache Jazz. Ein Satz bis 11 Punkte wird gespielt und deswegen habe ich mir auch Unterstützung eingeladen. Applaus für Christine, die westdeutsche Jugendmeisterin im Tischtennis. Hallo Christine, hi. Du musst uns die Regeln genau sagen, bitte, denn dieser junge Herr, der schummelt ab und zu. Autsch. Okay, man muss den Ball erstmal hochwerfen, dann muss er den mit dem Schläger berühren. Der Ball muss als erstes auf der eigenen Hälfte halt auftitschen und dann auf der anderen Hälfte. Und dann darf der Gegner den erstmal Jess, spielen. Das nennt man Aufschlag. Okay, ich habe verstanden, lieber Ben. Gelten auch so Schmetterbälle? So? Ja. Ja, geil. Alles, also mitten im Ballwechsel. Alles erlaubt, aber vielleicht, Christine, magst du mal einen Aufschlag demonstrieren? Mach mal einen auf, vielleicht mit Team Rosa da, vielleicht mit der Kelle und ich nehme den dir mal ab. Ja, das nicht? Bringt nämlich Glück. Wir zeigen das der Jazz bestimmt. Mal, komm. Das bringt nämlich bestimmt Glück. Ich übernehme mal deinen Posten. So, jetzt mal alle ganz genau hinschauen. Also das ist jetzt ein ganz normaler Rolleaufschlag. Geil. Applaus! Hat aber, glaube ich, jeder kapiert. Ja. Dann gibt's noch, macht man halt mit Unterschnitt halt. Dann muss halt ein bisschen mehr Rotation, dann muss man halt ein bisschen so machen. Alter, ihr macht doch mal so, ne? Eklig. Aber das sind, glaube ich, die Feinheiten. Ich weiß nicht, ob wir die heute sehen. Okay. Also Regeln sind klar. Einsatz bis 11. Wer den Fehler macht, muss ausgewechselt werden. Und Christine und ich schauen ganz genau hin. Okay. Dann bitte einmal kurz Schnick, Schnack, Schnuck, wer Aufschlag hat. Gregor, willst du Schnick, Schnack, Schnuck machen? Und dann geht's los hier mit dem Tischtennis. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich glaube, er hat Angst vor Mädchen. Ist ganz los. Gregor Schnick, und Schnack, Schnuck. Henny. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. So, damit beginnt Team Ben, denke ich. Ja. Erster Aufschlag für Team Ben und die ersten Kandidaten bitte nach vorne. Ihr bekommt den Ball immer von Christine. Entspannt, ganz entspannt. Und los geht's. Wer zuerst 11 Punkte hat, holt sich den ersten Punkt des Tages. Aufschlag Ben. So, Spaß beiseite. Oh wei. Ben gegen Luis, also das erste Duell hier. Entspannt bleiben. Du kannst, Ben. Ja, eigentlich. Los Mann, geht's. Ich mach grad Psychologie. Nix Psychologie. Tischtennis ist angesagt. Ja. Yes. Ein Punkt. Genau. Der Ball war zu weit und wechseln bitte. 1:0 für Team Ben. Aufschlag hat immer das Team, das wechselt. Gregor an der Reihe. Kann er den Ausgleich holen gleich? Nein. Christine, der war, glaube ich, nicht auf der Platte. Richtig? Damit 1:1 und Wechsel für Team Ben. Das muss ein bisschen schneller gehen, bitte. Überlegt euch schon vorher, wer dann als nächster drankommt. Muss jeder spielen? Ja, jeder muss spielen, immer der Reihe nach. Ein bisschen weg von der Platte, genau. Stopp. Es war schon ein Punkt für Team Jazz.
Genau, weil Christine sie den Ball aus der Luft genommen hat. Er muss erst aufkommen, richtig? Und der nächste Kandidat, Henny. So. 2:1 für Hau Team weg. Jess. Hau ihn weg. Super, der wird nervös. Gregor gegen Henny, der war zu lang, oder? Christine, richtig, deswegen 2:2 und Aufschlag. Du hast Aufschlag? Ja. Ja. Bei Jess. Aber die Jess kann nichts auf der Vorhand. Nein. Immer schön Vorhand, genau. Aber sie muss ja nicht mit der Vorhand. Ja! Auch zu weit. Führung für Team Ben, 3:2. Und jetzt Emma gegen Henny. Jawohl. Stopp, der war zweimal. Damit Punkt für Team Ben. Der Ball darf nur einmal aufkommen, 4:2. Und jetzt wieder Louis. Der Supersportler gegen Henny. Wer holt den Punkt? Henny Graf. Habe ich euch noch gar nicht verraten, ne? Vorsichtiges Abtasten sehr hier. Gut. Jeder wartet auf den Fehler des sehr anderen. Sehr gut. Sehr gut, Henny. Langer Ballwechsel. Ja. Lauern sie sehr sich gut. gegenseitig. Wer hat mehr Geduld? Erste richtig gute Spiel hier. Sehr gut. Muss man auch mal das sagen. Sieht nach Tischtennis aus. Oder? Absolut. Sehr schön. Oh, ja. Und starker Schlag von Louis. 4:3 nur noch. Team Jess verkürzt. Und den Bäcker echt. Ich brauche Unterstützung hier. Komm und an. Tim ist wieder dran. Tim gegen Louis. Ja, sehr gut. Zu weit. Ausgleich. 4:4. Alles gut. Bleib entspannt, Louis. Lass dich nicht verunsichern. Und Ben, der probiert es wieder mit allen Tricks. Lass dich nicht von seinen Blicken verunsichern, der spielt mit dir. Siehst du? Oder schaut er woanders so hin? Alle Tricks, aber er hat funktioniert. Punkt für Ben. 5:4. Und Gregor wieder. Stopp, stopp. Team Jess hat Aufschlag. Ach so. Sehr aufmerksam. Vielen Dank, Christine. Du weißt, ne? Erst dein Feld, mein Feld. Gregor, ne? Ganz ruhig, Gregor. Lass dich nicht irritieren. Genau. Es ist richtig eng hier. Welches Team setzt sich durch? Ich bin aber auch echt nervös, Alter! Ja. Und Scheiße, Ausgleich. Punkt für Team Jess. 5:5. Da macht Ben dann doch den Fehler. Ja, nächste Kandidat von Team Ben, bitte. Überlegt euch das doch vorher schon mal, wer dann dran ist. Tief in die Augen, das kann er nicht. So, 5:5 Ausschlag für Cecile. Jawohl, sehr gut. Fehler gemacht. Gibt es da eine Zeitlupe? Was sagst du, Christine? Der war drauf. Wenn Christine sagt, der war drauf, war er drauf. Damit Punkt für Team Ben. Cecile, du bleibst vorne. Und Wechsel bei Team Jess. Deswegen ist doch eine Schiedsrichterin da. Genau. So, und nächster Punkt, Ausgleich wieder für Jess. 6:6. Wir müssen jetzt in der Reihenfolge bleiben. Ben, ne? Ihr müsst euch bitte überlegen, wer als nächster spielt. Ihr könnt schneller wechseln. Muss jeder immer hintereinander spielen? Ja. Team Jess. So. Punkt für Team Jess. Und der nächste Kandidat, Tim, ist wieder dran. Come on, Timmy Boy. Führung für Team Jess gerade. Nicht so weit. Genau, super. Super! Jess trifft die Platte nicht. Ausgleich erneut, 7:7. Und Emma wieder jetzt gegen Tim. Tim, ganz entspannt, ganz entspannt. Genau. Sehr gut. Sehr zu weit. Damit geht Ben wieder in Führung. 8:7. Und jetzt kommen wir so langsam in die entscheidende Phase. Jeder Punkt kann jetzt zählen. 11 Punkte bis zum Sieg. Oder 2 Vorsprung dann. Der war daneben. 8:8. Und jetzt kommen wir langsam in die Crunch-Time. Jetzt zählt's. Mach mal hin, Ben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht Louis? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lässt er sich von Ben verunsichern? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Natürlich nicht. Der oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Louis ist entspannt. Oh Gott, oh Gott. Der ist zu weit. War der drauf? Nein, der war nicht drauf. Nein. Nein. Punkt für Team Jess, 9:8. Und der nächste bitte von Team Ben. Was ist denn da los so, bei euch? Tief in die Augen, das kann er nicht. Eigentlich darf man auch, wenn man im Ballwechsel, darf man eigentlich auch nicht reden. Du da, das ist wahrscheinlich hier nicht möglich. Und nächster Punkt, 10:8. Damit 2 Satz- und Matchbälle. Für darf Jess. Ich jetzt nochmal oder was? Oder Matchball könnte man natürlich in diesem Fall auch sagen. Oder das ist die Reihenfolge. Komm, die Reihenfolge, Leute. Wo ist Team Ben? Jetzt gibt's gleich einen Strafpunkt hier. Was ist denn da los? Come on! Ganz ruhig, holt sich Louis diesen Punkt? Du machst das super. Super, Henny. Aber Henny und Louis spielen lange Ballwechsel. Ja! Der war drüber! 10:9. Team Jess und Ben verkürzt. Und Gregor ist jetzt wieder dran. Und weiter geht's hier. Weiter geht's. Aufschlag für Team Jess und immer noch ein Matchball.
Kann er nicht, kann er nicht. Ruhig, natürlich kann er das. Kann er überhaupt ganz nicht. Locker ist er. Kann er gar nichts hier. Ja! Und Punkt für Team Ben, Ausgleich. Also jetzt brauchen wir 2 Punkte Vorsprung. Hat das jeder verstanden? 2 Punkte Vorsprung. Wer holt sich den nächsten Matchball? Ganz entspannt, ganz entspannt. Super! Ja. Zu weit. Punkt für Team Ben. Und damit Matchball für die Grünen. Jess, wer ist bei euch dran? Emma ist dran. Auf geht's, Emma. Team Performance. Ist nicht schlimm, feier dich einfach, Emma. Hab Spaß. Lass sie mal da alleine an der Platte. Ja, Stopp, das war Fehler von Henny. Hat den Aufschlag angenommen. 11-11. Nächster Kandidat von Team Ben, bitte. Nein. Hört doch mal auf die Schiedsrichterin, Freunde, Mensch. Christine. Eigentlich war es ein Punkt für Team Ben. Ja, dann war es ein Punkt für Team Ben. 12-10 und damit Sieg für Team Ben. Oh, du bist so gut. Christine, vielen Dank. Ich konnte es nicht gescheit sehen, aber dazu bist du ja da. Hast du gut gemacht. Ben freut sich. Und warum er sich freut, schauen wir uns mal an. Wir gucken auf die Anzeigetafel. Ich möchte fast sagen, ein lebenswichtiger Punkt. 5-2 nur noch. Mein Gott. Team Ben verkürzt und wir schauen weiter auf die nächste Herausforderung, die jetzt ansteht. Und so sieht sie aus. Wir spielen Pärchen. Nein, nicht Bärchen. Pärchen. Ihr könnt aber auch Memory dazu sagen, wenn ihr wollt. Wer schnickt, gewinnt jedenfalls den ersten Zug. Stein, Schere, Papier, nichts anderes zählt. Und jetzt müsst ihr Pärchen finden. Zum Beispiel Kussmund und Lippenstift. Aber nicht Auto und Vogel. Ist ein Paar falsch, ist das andere Team am Zug. Bringt zusammen, was zusammengehört beim Pärchen. So, wir spielen Memory, nur dass ihr eben Pärchen finden müsst und nicht die zwei gleichen Begriffe. Und ausnahmsweise machen wir auch bei diesem Spiel nochmal Schnick, Schnack, Schnuck. Deswegen bitte flott ein Kandidat von beiden Teams in die Mitte und Schnick, Schnack, Schnuck, wer zuerst aufdecken darf. Los! Ich klatsche immer noch für unseren Punkt. Noch eine Runde. Das sieht gut aus. Team Ben darf beginnen und Cecile darf gleich vorne bleiben. Finde ich auch. Und Cecile kann die ersten beiden Karten aufdecken. Zeig sie genau, häng sie so hin und zeig's uns. Das ist eine Lehrerin. Und was suchst du dir als zweites aus? Den Kussmund. Das passt nicht zusammen. Bitte wieder umdrehen. Und dann ist der erste Kandidat von Team Jess an der Reihe. Wenn ihr übrigens Pärchen findet, bitte auf eure Seite dann hängen. Ja. Auf die Seite. Ein Blumenstrauß. Und was holt sich Luis als nächstes? Das ist Würstchen. Oh, geil. Knacker, Bocker, wie auch immer. Passt nicht zusammen. Bitte wieder umdrehen. Ich würde auf jeden Fall die Wurst nehmen, anstatt die Blumen. Da bin ich bei dir. Ja. Und der zweite Kandidat von Team Ben, bitte. Ja, du darfst auch selber. Ladies first, ladies first. Das ist jetzt euch überlassen. Ihr dürft natürlich euch auch beraten. Ein Basketball und ein Hund. Passt auch nicht zusammen. Wieder umdrehen, Henny. Die haben ein fotografisches Gedächtnis, die beiden. Das ist unglaublich. Na, da bin ich mal gespannt. Und der nächste Kandidat von Team Jess, bitte. Der Gregor. Was holt er sich? Das ist ein Nest und ein blaues Auge. Passt auch nicht zusammen. Wieder umdrehen. Wer holt sich hier das erste Pärchen? Wann sehen wir mal eine Tafel, die wir vorher schon mal gesehen haben? Ich bin mal gespannt. Und Ben, bitte. So, Ben, was holst du dir? Ach, vielleicht noch einen Punkt. Eine Häkelnadel. Krieg ich dafür schon was? Nee. Ach, scheiße, den auch das passt nicht zusammen. Licht, wieder umdrehen, Ben, bitte schön. Aber ist ja noch nichts verloren. Ja, nee, ist klar. Und dann bitte wieder Team Jess. Was macht Jess jetzt? Eine kleine Verletzung, ein Finger mit Schnitt. Was könnte dazu passen? Noch halten sich die Teams sehr zurück. Das ist ein Kanister, ein Benzinkanister, passt nicht zusammen. Danke, Jess. Und Team Ben, bitte wieder. Jetzt Tim, kommt er. Jetzt der muss Master doch mal Mike. Was kommen hier. Der kann nicht nur Action, sondern der kann richtig... Eine Portion Pommes. Boah. Ja, ich denke, wir haben noch nichts gesehen, was dazu passt, aber... Eine Bahnschranke. Wir schauen mal. Ein
Vögelchen, auch das passt nicht zusammen. Tim, bitte wieder umdrehen. Das Nest ist ganz und wieder Team Jess, bitte. Und da höre ich schon was wispern. Ich habe so eine Ahnung. Emma, der Vogel. Und jetzt haben wir schon was gesehen, das schon passen könnte. Und das passt. Erstes Paar für Team Jess. Vogel und Nest, mein lieber Ben. Und Emma darf jetzt natürlich weitermachen, so lange, wie sie richtig ist. Sind doch gar keine, sind doch Säugetiere, oder? Ein Vogel und ein Nest ist ein Paar, lieber Ben. Das ist diverse Küchenmaterialien. Das passt auch nicht zusammen. Wieder umdrehen, Emma. Vielen Dank. Aber das erste Paar für Team Jess. So, Team Ben, bitte wieder. Cecil, versucht's nochmal. Und wieder die Pommes. Ich kann Ketchup riechen eigentlich. Und du kannst eigentlich einfach mal reingreifen. Ein Goldfischglas. Passt nicht zusammen. Dankeschön. Und Team Jess ist wieder dran. Wer holt sich das nächste Paar? Louis jetzt mal, unser Sportexperte. Ja, oh, ein Goldfisch. Und ich meine... Einer unten drunter, glaube ich, ne? Der? Sicher? Das war oben drüber doch. Das war das, ja? Dann nimm das. Ja. Louis vertraut seinem Team und das völlig zu Recht. Zweites Paar für Jess. Und da hat das Team gut zusammengearbeitet, so muss es sein. Und Louis darf gleich weitermachen. Louis. Was ist es? Sonnenkollektoren. Irgendwas, was noch nicht da war. Das hat wir noch nicht gesehen haben. Decks auf, ein Heftpflaster. Nicht das richtige Paar, bitte wieder umdrehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Team Ben jetzt macht. Du weißt, mach mal. Weißt du's? Ich glaube, sie haben da so eine Ahnung. Ja, nimm. Ja. Das Heftpflaster, womit könnte das passen? Wir haben es schon gesehen. Da war sie doch. Die war zweite Reihe auf jeden Fall. Ich glaube, das dritte aus der oberen Reihe. Das, ne? Nicht eine drunter. Hier eine hilft Reihe das Team vorbildlich mit. Nein. Warte. Ich glaube, weiß nicht. So, bitte langsam zur Entscheidung kommen. Ich glaube, hier. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. Was hast du, Tim? Keine so, bitte Ahnung. Zur Entscheidung kommen. Eins für eine Kachel entscheiden. Und verdammt blöd! Der Kochtopf passt natürlich nicht. Damit wieder umdrehen, bitte. Das wäre die Chance gewesen. Und Team Jess wieder. Alles gut. Team Jess, bitte nach vorne. Ihr könnt euch doch schon vorher überlegen, wer geht. Gregor geht wieder, holt sich das Pflaster. Clever gespielt. Und klappt's oder klappt's nicht? Das Falsche, eine Hundeleine. Dann wieder umdrehen, bitte, Gregor. Und wieder die Chance gleich aufs erste Paar für Team Ben. Tim wieder nach vorne geschickt. Yes! Und umgedreht! Und erster Punkt! Die Hundeleine, erstes Paar für Team Ben. Und Tim darf natürlich weitermachen. So. Quasi ein Abstauber, aber der zählt ja genauso viel. Daumen? Ich dachte, das da, gell? So, Tim, los geht's. Ich hätte den gesagt. Das, ja. Los geht's. Erste Kachel, bitte umdrehen. Sollen wir es versuchen? Mach. Ein Kussmund. Ich glaube, da hat er was anders gesucht. Shit. Nimm irgendwas, was noch nicht umgedreht wurde. Meine Empfehlung. Nee, das den Kussmund hatten wir noch nicht, deswegen greif zu. Zweiter von rechts oben, komm. Das Pärchen. Nee, andererseits. Von doof zum Kussmund. Ach so, da. So. Die Häkelnadel oder beziehungsweise Wolle passt nicht. Wieder umdrehen, bitte. Und natürlich jetzt wieder die Möglichkeit für Team Jess den Abstauber zu machen. Jess macht's gleich persönlich. Das nimmst du? Aber im Team wird gut zusammengearbeitet. Da ist er, die Schnittwunde. Wo ist jetzt das Pflaster? Da ist es. Nächstes Paar für Team Jess. Dritter Punkt sozusagen. Fünf Paare müssen erspielt werden. Jess, zweites von oben rechts. Und das mit dem daneben. Das? Ja. Das war mal natürlich ein Tipp, wenn der stimmt. Und der ist richtig gut gewesen, der Tipp von Gregor. Viertes Pärchen und quasi Matchball für dieses Spiel. Ganz rechts, eins drunter. Genau. Macht Jess dieses Spiel gleich hier zu. Ein Veilchen. Und ich glaube, da haben wir das Pendant dazu noch nicht gesehen. Nimm mal ganz unten unsere Reihe. Jetzt eins drüber.
Das war jetzt das Glück. Gregor so leitet sie gut an, aber das passt nicht. Deswegen bitte umdrehen und nochmal die Chance für Ben zu verkürzen. Danke, Jess. Und der nächste Kandidat von Team Ben, bitte. Cecile nimmt... Kacke. Was ist das? Ich weiß es, da, genau da. Ja, ja, ja. Ketchup und Pommes, richtiges Paar. Zweites Pärchen für Team Ben. Noch ist alles drin und Cecile kann gleich weitermachen. Das ging mal richtig schnell. Kochtopf und Küchenutensilien. Das dritte Paar räumt sie weiter ab. So. Der Sieg für beide Teams noch drin hier. Mega. Okay. Und Ben hat, glaube ich, heute nach der Sendung keine Fingernägel mehr. Ein Glücksschweinchen. Und Klebert, was hatten wir noch nicht? Was Klebert hatten wir noch nicht? Da, hier, mach mal da. Mach mal sowas, genau sowas. Fühlst du auch das? Fühl ich auch. Ich weiß, wo und das war das Auto, das egal, war gerade schon. Cecile, danke. Wieder bitte umdrehen nicht, und jetzt die große Chance zum Sieg. Und oben links. Für Team Jess. Oben links. Emma. Nein, unten. Oh, genau. Was macht sie? Auto und... Benzinkanister und das ist richtig. Damit der fünfte Punkt bzw. das fünfte Paar für Team Jess und der Sieg für Team Jess. Völlig egal. Zurück, Mann. Schau mal, und auch das hat natürlich wieder Folgen für unsere Anzeigetafel. Ja, Jess hat so einen Vorsprung, der wird ausgebaut, da muss man nicht mehr total ausflippen. Aber einen Punkt haben wir ja heute noch zu vergeben. Kommt Ben nochmal zurück, denn eine Herausforderung haben wir noch und die hat's in sich und die kommt. Jetzt. Bordakrobaten vor beim Buchstabensalat. Das kann doch so nicht stimmen. Also ran ans Chaos und dem Ganzen einen Sinn geben ist angesagt. Na? Na? Na also, das war doch wirklich nicht so schwer. Na dann mal sehen, wie ihr euch schlagt. Lasst ihn euch schmecken, den Buchstabensalat. Buchstabensalat, also der letzte Gang des heutigen Tages, ein Buzzerspiel. Ich denke, die Regeln sollten ziemlich klar sein und Team Ben, ich würde euch die Empfehlung geben, lasst den Ben ein bisschen weiter weg vom Buzzer vielleicht. Oder gibt es irgendwelche Fragen, Ben? Nö, und Jess? Ja, nee. Ja, doch, wir haben eine Frage. Gregor hat eine Frage. Ja? Wie sieht das aus mit Ä, Ö und Ü? Also ist das AE oder Ä? Ja, E, E und Ü. Ja, gibt's das? Oder ja, ja, es gibt's. Solange es keine Wie-Wörter sind oder so. Ja, es, also Ä ist Ä. Okay, ja, alles klar. Ja. Und ein Hinweis noch, 3 Punkte bis zum Sieg. Okay. Das Team, das als erster 3 Punkte erreicht hat, gewinnt dieses Spiel. Und bei einer falschen Antwort gibt's natürlich wie immer den Punkt für den Gegner. Dann würde ich sagen, lasst uns beginnen mit dem ersten Salat. Auf geht's. Was könnte das heißen? Oh, Ben hat schon wieder gezuckt, aber sie buzzern schon wieder. Team Ben hat geantwortet, beziehungsweise hat gebuzzert. Und was ist eure Antwort? Topmodel. Topmodel. Dann schauen wir doch mal nach, ob das stimmt. Und das stimmt. Wie geil ist das denn? Erster Punkt für Team Ben. Ben, hast du eigentlich gerade selber gebuzzert? Nee, ne? Ich hab gebuzzert und bin gegangen. Ja, sehr gut. Also, dann geht's gleich weiter mit unserem zweiten Begriff. Halt, auf ganz geht's. Kurz mal, ich bin gerade sehr... Achso, geh. Guck mal. Herpesmund? Nee. Ja, was könnte das heißen? Ganz viele von euch haben's. Fast jeder hat es. Der Buzzer bei Team Jess. Was ist eure Antwort? Smartphone. Smartphone. Dann schauen wir doch mal nach, ob das stimmt. Ja. Und das stimmt. 1:1 Ausgleich für Team Jess. Und weiter geht's. Hier kommt unser nächster Begriff. Bitteschön. Was könnte das heißen? Wer buzzert zuerst und wer gibt die erste richtige Antwort? Atemlose Spannung im Studio. Und Gregor scheint eine Idee zu haben. Nein! Gott,
Team Jess hat zuerst gebuzzert. Die Antwort. Ich hoffe, es stimmt. Bitte. Skateboard. Skateboard. Wir schauen's uns an. Und Ben, lass doch bitte den Buzzer stehen. Skateboard stimmt. Nein! Zweiter Punkt für Team Jess. Das heißt, mit der nächsten richtigen Antwort hätte... Ach so, Entschuldigung, ich dachte, wir haben schon... Hätte Jess gewonnen. Ich dachte schon, wir haben verloren. Ben, es steht 2-1. Drei Punkte braucht man bis zum Sieg. Nein, drei Punkte zum Sieg, habe ich gesagt. Ach so. Also, 2-1 für Team Jess. Hier kommt der nächste Begriff. Bitte schön. Das war schon wieder Team Jess. Was ist eure Antwort? 3-2-1. Achterbahn! Dann schauen wir es uns an, ob ihr recht habt. Und das stimmt. Und damit schon wieder Sieg für Team Jess. Mit 3-1 gewinnen sie dieses Spiel. Und das hat natürlich immer wie immer Konsequenzen für morgen. Der Schlussstand vor dem Finale. Wir schauen auf die Anzeigetafel. Unglaubliche 7-2 für Team Jess. Kann Ben da morgen nochmal zurückkommen? Glückwunsch an Team Jess. Und ich freue mich aufs Finale morgen, Freunde. Volki, vielen, vielen Dank, dass du immer wieder so wunderschön parteiisch bist. Wir lieben dich sehr. Du bist der beste Kommentator. Vielen Dank. Bis morgen. Morgen auf die Pelle. Da geht's richtig. Guck mal, die haben schon den Pokal geklaut. Wird vielleicht auch noch was morgen. Bis dann. Tschüss. Seid unbedingt dabei, Finale. Wir sind im Chat, beziehungsweise mein Team. Wir werden euch Rede und Antwort stehen und auch ein bisschen erzählen, was so blöd ist an Team Jazz. Bis morgen, tschüss. Daumen drücken. Du möchtest auch Songwriter des Jahres werden? Dann bewirb dich schon jetzt für die 7. Staffel von Dein Song. Trau dich, schick dein Lied ein. Wer weiß, vielleicht bist du ja Songwriter des Jahres 2015. Alle Infos findest du auf kika.de. Kika.